Nochmal bei Hypnose und bei unserer Verdrängung. Man hat uns das unter Hypnose, hat uns, wir konnten wahrscheinlich keine Polizeifahrzeuge, Polizisten sehen, MyNova-Fahrzeuge, MyNova-Mitarbeiter und zumindest denke ich mir im Moment auch von Amtsverwöhnungsschulen, dass wir da keine sehen konnten, weil wir haben uns immer bemüht. Wir waren ja 2005 das letzte Mal da und seitdem konnte es dann ja gar nicht mehr gehen und dann tat mir auch das Bein so doll weh. So, da haben sie uns hypnotisiert, wer weiß, was sie mit mir gemacht haben. Ich humpelte bloß nach Hause und dann hörte es nie mehr auf. Ich hatte unwahrscheinliche Schmerzen, seitdem ich da raus bin. Deshalb habe ich auch mal vermutet, dass ich da festgehalten wurde und so. Also, dass ich nicht wusste, wie das so läuft. Genau. Habe ich es auch vermutet. Also, so ein Quatsch steht überall. Also, was kein Wunder ist, wenn man eben so beeinflusst werden kann unter Hypnose. Ne? Genauso mit der Bestrahlung durch die Decke. Aber das habe ich jetzt schon zigmal gesagt. Aber ich will nicht unterbrechen. Aber da habe ich dann eine falsche Schlussfolgerung, weil es ist so, in Rostock wurden wir geschlagen von der Polizei, sowieso zu DDR-Zeiten, danach nach 2006. Wir wissen nicht, ob sie da einfach nochmal ihre alten Uniformen angezogen haben oder ob das alte Seilschaften sind von der Polizei. Auf jeden Fall sind die Seilschaften da, die sind bis heute da, die da alle sperren und sie waren ja auch ziemlich zickig, wie ich da wegen Terror erzählt auch. Ja. Also wenn sich das die Sicherheitsdienste nochmal anhören, das war 2010. Das war mein Echo und meine Wut auf dem 14.01.2010, als die Polizei unsere Tür kaputt machen ließ. Ne? Weil ich dachte ja noch, die Polizei arbeitet gegen uns. Ich wusste ja nicht, dass sich da eine Psychiatrie kommen sollte, weil man da schon Bescheid wusste, dass wir normal waren und dass man hier was vertreffen sollte. Weil da habe ich das erste Mal am 15.01.2010 Termin gesetzt. Ne? Eindeutige Forderung, neue Wohnung, Geld, damit wir uns neue, einfache Möbel kaufen können. Ne? Und so weiter und fort. Und da hat die Politik hier reagiert und die Justiz hetzen und ich sollte erstmal weg. Also da stimmt also auch etwas nicht, das möchte ich auch schon mal sagen. Aber da sind wir noch gar nicht. Auf jeden Fall wissen wir genau, dass wir in Rostock von Polizei verhauen wurden und uns nicht daran erinnern können. Weil man uns so vorbereitet hat, dass wir gar nicht merken, dass es die Polizei ist. Auf jeden genau. Fall konnten wir in Rostock jedes Polizeifahrzeug erkennen und jeden Polizisten. Ja. Da ist nicht so viel los. Also hier ist andauernd, wir sehen hier überall andauernd Polizei, besonders abends, wenn es später ist. Ja. Da haben wir natürlich gedacht, dass man uns im Auge hat. Und nur so tut, dass wenn man andere macht. Und natürlich guckt man zu uns. Man kennt uns. Man erkennt seine Doofen. Und man hat natürlich auch die ganzen Jahre ein bisschen auf seine Doofen aufgepasst. Auf uns. So sind die Polizisten hier. Und ich bin auch überzeugt, ich will das mal ein bisschen lustig machen. Also ich bin überzeugt, wäre ich mal im Polizeirevier 4 gegangen und hätte gesagt, dass ich gerne mal über den Bahnhof gehen möchte mit den Polizisten, die wären mit mir über den Bahnhof gegangen. So gutmütig, so nett sind diese Polizisten hier im Stand. Genau. Also da bin ich total überzeugt von. Ja, und ich möchte sie nicht lächerlich machen, das sage ich mit totalem Respekt. Also so eine netten Polizisten sind darunter, das kann man sich nicht vorstellen. Oder? Ja, das stimmt. So, und das war schon immer so. Und natürlich erkennen wir auch einige, mit denen wir schon was haben. Und das tut auch gut, wenn wir dann mal Hallo sagen und so. Und wir drängen uns auch nicht auf und wir gucken weg, wir gehen vorbei und so. Das ist nichts irgendwie arrogant oder überheblich und so, aber sie machen ihren Job, sie haben andere Sachen zu tun und wir wollen sie nicht stören, ne? Weil wir sagen immer, Arbeitende, die haben Vorfahrt und wir müssen zurückstehen und wir wollen uns da nicht aufdrängen, wir sind nicht von der Typen. Ja. Aber wenn dann welche Hallo sagen, würden wir auch Hallo sagen oder so ein Tag oder so. Ne? Also so ist es nicht. Da soll keiner denken, wir haben nur was gegen die Polizei. Ne? Nein. Das möchte ich auch nochmal sagen, weil sie begegnen uns natürlich sehr oft im Bauchbahnhof und uns kennen sie natürlich. Und wir tun dann so, wir gehen dann vorbei, als wenn nichts ist und so, weil viele andere nicht kennen und weil sie einfach ihren Job machen und weil sie nicht für uns da stehen. So und früher dachten wir, sie haben es dann vorgetäuscht und gucken zu uns. Weil sie haben natürlich auch zu uns geguckt und haben auch geguckt, wie wir aussehen und ob sie uns vielleicht helfen sollen, so denke ich heute. Ja. Also sowas, ich hätte nie gedacht, weil wir kennen ja nur die Volkspolizei aus der DDR und was danach entstanden ist, aber dass so Polizisten sind, das hätte ich nicht gedacht. Also alle Achtung und ich möchte diesen Job nicht machen. Also wie dumm man sich da wohl jeden Tag kommen lassen muss und wie naseweiß denn andere noch sind und diese ganzen dummen Ausreden, die man verstehen kann als Polizist, da zeugt man wohl nachts manchmal schon drüber, diese ganzen Knastbrüder, sag ich mal, und andere hier, denn diese höhere Klientel, diese Schlipsträger, die denn meinen, sie müssen sich dann auch noch besonders vornehmen, äußern von Polizisten, weil sie was sind, also ich kann mir vorstellen, so ein Polizist, der erlebt aber was hier, ne? So, aber jetzt bin ich total vom Thema abgekommen, jetzt unterbreche ich.